jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Oh, heißt ihn zusammen mit uns willkommen, das jüngste Familienmitglied im Ineos-Portfolio. Jetzt kommt der echte Quartermaster. Und jetzt haben wir da eine Mannschaft, die euch da gerade tatkräftig unterstützt. Seid ihr herzlich willkommen im Namen von Ineos. Schön, dass ihr alle hier seid. Und mit uns hier das erste Grenadier-Festival in der Schweiz erlebt und mitgestaltet. Und wenn ich hier so in die Runde gucke, dann glaube ich, dass ihr der Beweis dafür seid, dass Jim Ratcliffe vor 6 Jahren den richtigen Riecher hatte, als er gesagt hat, er entwickelt diese Geländewagen-Ikone weiter und führt ihn in die Zukunft. Ich freue mich wahnsinnig auch, dass viele Leute aus der Defender-Community heute hier sind und das Fest mitgestalten, mit dabei sind. Ich glaube, ihr seid der Beweis dafür, dass wir nicht einfach nur ein Auto bauen, sondern wir erhalten hier einen Lebensstil. Wenn ich mir diese Autos angucke, die hier rumstehen, jedes erzählt eigentlich schon jetzt gerade mal nach wenigen Monaten der Markteinführung eine individuelle Geschichte. Da ist kein Auto wie das andere und genau dafür ist dieses Auto gedacht. Bei keinem anderen Auto geht es so sehr um Nutzen, Funktionalität und Offroad wie bei einem Pickup. Die gesamte Offroad-DNA steckt hier genauso drin, das heißt, wir haben exakt die gleichen Carraro-Achsen, wir haben die 3 Sperren, wir haben das gleiche Verteilergetriebe, das passt alles. Natürlich, wie sich das für ein Pickup gehört, passt da eine Europalette drauf. Die Botschaft ist extrem stark. Wir sind im ersten Produktionsjahr und im ersten Jahr können wir ein zweites Modell präsentieren und es zeigt einfach, die Geschichte geht weiter. Einen wunderschönen Abend und zum Wohl.